Wieder einen Haul. Und ihr seht, draußen ist ein totales Scheißwetter, es war total geschmeidig einkaufen zu gehen bei so einem Wetter. Aber egal. Ich war auf jeden Fall heute bei IKEA. Aber nur ganz flott, ja. Also nur rein, holen, raus. Ja. Also ich glaube nicht viel Geld ausgegeben. Und zwar habe ich mir gekauft bei IKEA Bettwäsche. Ja, weil meins ist ja scheiße. Das habe ich euch im letzten Video gesagt oder im vorletzten Video. Und da wurde mir der Tipp gegeben, dass ich die von IKEA kaufen soll, weil die echt super sind. Also habe ich mir jetzt von IKEA zwei von diesen gekauft, war sogar im Angebot um 14,90 Euro. Und dazu habe ich mir dunkelgraue Zierpolster gekauft, weil die rosanen auch hier nicht dazu passen. Dann habe ich mir gekauft zwei von diesen Behältnissen, die irgendwie so dreckig sind, aber egal. Ja, die brauche ich für die Küchenladen. Und dann habe ich mir gekauft, ganz anders sein, Kerzen. Und zwar zweimal Himbeer, zweimal Vanille, zweimal was auch immer das ist, Kuchen und zweimal Apfel. Und eine Tasche, weil ich sie vergessen habe mitzunehmen vom Auto, ich Vollkoffer, ja. Hat mir gekostet 61,35 €, also für einen IKEA-Besuch ist das echt eine Occasion. Und natürlich habe ich mir dann noch beim Schweden-Shop ein Veggie Dog gekauft. Zum Frühstück quasi. Ja, das war mal IKEA. Dann war ich noch im Futterhaus, wo ich auch fast immer hingehe, gell? Also wenn es zu Lidl geht, gehe ich eigentlich auch immer fast immer zum Futterhaus. Naja, egal. Habe wieder mal gekauft. Die Sachen für meine Hunde, die, ich darf das Wort nicht sagen, ich blende es euch ein, weil sonst kommen sie gelaufen. Weil der Zetschi verträgt ja kein Huhn, deswegen kriegen sie immer Entenstreifen, Entenbrustfilet in Streifen. Ja, das sind halt so, weil sie kriegen schon viel Lecki, wenn meine Freundinnen kommen, kriegen sie immer was, wenn mein Mann nach Hause kommt. In der Früh, wenn wir aufstehen und sie waren kurz im Garten, kriegen sie auch was. Ja, sie kriegen eigentlich dauernd irgendwas. Und da kann ich ihnen nicht diese großen Kauknochen oder sonst irgendwas geben, weil Herr Zwetschi ist ja schon zu blatt. Also, ja, wieder her, so das Geschirr halt, ne? Ja, für die Hunde habe ich gekauft und dann habe ich noch Katzenfutter gekauft. Schon wieder, die frisst mich noch an. Der Kater, es ist ja ein Kater jetzt, ja, ich wurde ja beschwindelt von meinen Männern, aber egal. Und ich habe ihnen jetzt mal gekauft, einmal sowas da und einmal das hier. Die dort hat gesagt, ja, das ist nicht schlecht, das ist was Gutes, weil wenn es zu billig ist, ist ja immer Zucker drinnen oder Getreide oder sonst irgendwas und Katzen sind ja reine Fleischfresser. Hat auch gekostet, also das hat gekostet, das sind drinnen 8 Beutel zu 85 Gramm, kostet 7,99 €. Und da sind 12 Beutel zu 100 Gramm drinnen, kostet 5,29 €. Nächstes Mal kauft man nur das, das ist günstiger. Und insgesamt habe ich bezahlt 34,55 € beim Futterhaus. Und jetzt haben der eine was zum Naschen und der andere was zum Fressen. Der andere. So, und dann war ich noch beim Lidl. Da habe ich gar nicht so viel gekauft, weil ich das meiste noch zu Hause habe. Es gibt auf jeden Fall verschierte Leibchen mit Kapü. Kapü habe ich, Milch habe ich, die Gewürze habe ich. Also Fleischhaube, Buletten. Buletten, oder? Aus Hackfleisch, diese flachen Dinge sind, glaube ich, bei euch Buletten. Ja, also bei uns sind es Fleischwaberl. Die gibt es, dann gibt es einmal Hühnchen mit Kartoffeln.
Kartoffeln habe ich noch. Und heute habe ich nur diese Hühnchenteile gekauft, weil das ganze Händel, weiß ich nicht, habe ich jetzt mal die Hühnchenteile gekauft, schauen, ob das auch so gut funktioniert. Die mache ich nämlich im Airfryer und das wird echt sehr saftig im Airfryer. Geht sie da bitte weg, ja, Muschirello. Das wird echt saftig im Airfryer, also alle, die noch keinen haben, ich kann euch das Ding wärmstens empfehlen. Dann habe ich gekauft 2x Traubensaft, 3x Apfelsaft, hat das Kind bestellt, 1x Milch, 6x Cola und 8x Red Bull, das wird zeigen, warum es so teuer war. Dann habe ich mir gekauft Brösel bzw. Paniermehl, in Deutschland heißt es Paniermehl, bei uns heißt es Brösel. Dann für Sakit Pringles scharf. Für den Mann M&M. Auch für den Mann. Die waren ganz gut, die habe ich euch ja beim letzten Haul schon gezeigt vom Lidl. Die sind echt lecker, kann ich sehr empfehlen. Für die Mami Bio-Gemüse-Chips. Einmal Zucker. Ach ja, Bratwürstel, weil es gibt immer Bratwürstel mit, schieß mich doch. Nein, nicht mit Kartoffelsalat. Bei uns isst man Bratwürstel nicht mit Kartoffelsalat. Boah, das ist total pervers, ja. Also Bratwürstel kannst du essen mit Pommes oder, keine Ahnung, mit Kartoffeln, mit Bratkartoffeln, mit Salat oder von mir aus mit Sauerkraut, aber Bratwürstel mit Kartoffelsalat, das ist. Nein, ihr isst ja Frankfurter mit, also Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Das ist total krank, ja. Aber okay, ja, egal. Also das ist was, das geht bei uns gar nicht. Dann habe ich gekauft einmal Öl. Und ein Schwarzwaschmittel und einen Kuchen, auch für den Mann. Ja, meine Sachen habe ich eigentlich schon am Samstag gekauft, gerade bei Merco, meine veganen Sachen. Und das war jetzt gar nicht so viel, ich habe aber trotzdem 61 Euro beim Lidl lassen. Ja, das ist ja das Cola und das Red Bull und das Waschmittel wahrscheinlich. Ja, also bin heute gar nicht so günstig davon gekommen. Ach, das habe ich auch noch gekauft. Ein Dufti für die Katzentoilette. Wahrscheinlich ist der Urscheiß, ja, und ich wurde wieder mal Verpackungsopfer, ja, aber ich habe es gesehen und dachte, ah cool, weil ich... Ja, also das Katzenkistel, das, es ist zwar, es hat zwar ein Dach drauf, aber es stinkt irgendwie trotzdem. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich es gekauft und ich kann euch dann nächste Woche sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und ja, das war's mit meinem heutigen Einkaufshaul. Also ich war Ikea, Futterhaus und Lidl. Weil ich sonst wohne. Ja, und jetzt muss ich sofort mein Bettzeug waschen, damit ich es dann heute oder morgen aufziehen kann. Und ich muss alles wegräumen und zum Kochen anfangen. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns am Donnerstag beim Clean With Me Video. Bis dann, Bussi, Baba!